Morgens 9:30 in Deutschland. Ich sitze in einem W6 39, 10 Jahre altes Auto. Totale Vollausstattung. Und deswegen auch fahrens- und erhaltenswert. Der hat noch den Sechszylinder drin, den es mittlerweile ja schon lange nicht mehr gibt. Der hat alles voll Leder. Der hat ein originales Aktivsystem gehabt, was wir rausgemacht haben aus dem Auto, rausgerissen sozusagen, weil das hat wirklich nichts getaugt. Und das haben wir ersetzt durch vernünftiges, hochwertiges HiFi und eine Alpine Head Unit, die jetzt Apple CarPlay und Android Auto macht und auch Digitalradio. Die zeigt die originale Rückfahrkamera wieder an im Tacho- und Drehzahlmesser, also in dem Display da. Da wird auch der Radiosender wieder angezeigt. Ne? Das funktioniert also alles so, wie es soll. Warum ich das eigentlich jetzt hier filme, das Video, eigentlich wollte ich gar keins machen, aber ich mache es doch, weil ich habe eine neue Kamera, will die ausprobieren. Das Punkt 1, Punkt 2 ist, wir haben hier unsere schöne neue belederte Kiste in diese Ledervollausstattung gestellt. Die passt hier einfach so gut rein. Diese Anfassqualität hier ist so geil, das ist so weich. Da kannst du einen Schlüssel von Weitem reinpfeffern, da klappert gar nichts. Also ich finde, das ist das eigentliche Highlight in dem Fahrzeug. Hört der Bass, das ist ein 10 Zoll Querwoofer von Kiko unten drin. Das macht also so viel Bass, dass man zunächst erstmal nicht nach mehr verlangen muss. Das Ganze wird befeuert von der Museway M6 Endstufe, so ein Verstärker mit integrierten digitalen Soundprozessor. Wir nehmen die M6 so gut wie immer, weil die einfach am besten klingt. Ich kenne keine andere Endstufe, die in dem Preisbereich und in dem Kompaktheitsgrad noch besser klingt als die Museway. So, und dann haben wir diese hässlichen Aktivsystemgitter rausgeschmissen, die Mercedes hier verbaut. Das sieht aus wie angeklebte Rama-Deckel. Das kann man also so überhaupt nicht lassen. Das sieht von Werk aus schon wie improvisiert aus. Deswegen weg damit und ein vernünftiges Gitter rein, was richtig viel Durchlass hat. Wir haben es jetzt schwarz gelassen, weil ich finde, dass es einfach total gut hier passt. Und es sieht auch total super edel aus, also im Gegensatz zu vorher auf alle Fälle. Deswegen haben wir die Veränderung noch gemacht. So, jetzt zu Ende gelabert. Es klingt fantastisch, wir haben eine total geile Bühne in dem Auto, wir haben richtig Bass, wir haben richtig klaren Mittelhochton, das sind also auch geladen 13er in den Türen jetzt drin mit einer vernünftigen, kompletten Türdämmung, da klappert auch nichts. Es ist so geil. Der Kunde steht hinter der Kamera schon und jetzt machen wir gleich Übergabe, trinken noch einen Kaffee. Ich freue mich drauf, weil das Auto ist richtig gut gelungen. Das wird cool. Woo!